Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo liebe Streaming-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist Donnerstag, der 21. September und wir haben zwei Serien und einen Filmtipp für euch im Gepäck. Los geht's mit einer Serie, in der es um ein ganz besonders wichtiges Bildungsangebot geht. Das kommt in den meisten Schulen aber viel zu kurz. Heute geht's nämlich weiter mit Sexualkunde, beziehungsweise mit dem Netflix-Hit Sex Education. In Staffel 4 wird die Mordell High School geschlossen und die beiden Freunde Otis und Eric müssen sich an einer neuen Schule zurechtfinden. Und auch auf dem neuen Campus will Otis seine Sexberatung für verwirrte MitschülerInnen weiterführen. Und so klingt es, wenn er das vor der ganzen Schule vorstellt. Ich grüße euch. Ich bin Otis Milburn. Ich bin neu hier. Wir sind ja von der Mordell-Schule gekommen. Wir Team. Ja. Danke. Ich wollte euch ein bisschen was über mich erzählen. Ich verbringe viel Zeit damit, über Sex nachzudenken. Ich lebe und atme Sex. Ununterbrochen. Jeden Tag. An Sex zu denken ist was ganz Natürliches für mich. Weil alles, was ich über Sex weiß, habe ich von meiner Mom. Zur Erinnerung, Otis Mutter ist Sexualtherapeutin, auch sie kennt sich also aus. Allerdings läuft's für Otis an der neuen Schule nicht ganz so einfach weiter wie gedacht, denn er ist nicht der einzige Sextherapeut am Campus. Und auch seine große Liebe Maeve ist nicht mehr an seiner Seite. Wie das alles weitergeht, könnt ihr in der neuen und voraussichtlich letzten Staffel Sex Education sehen. Alle neuen Folgen gibt's ab heute bei Netflix. Auch im zweiten Tipp geht's um einen Schulwechsel. Im Biopic Shooting Stars geht es um vier junge Basketballtalente, die am Anfang einer vielversprechenden Karriere stehen. Als das Viererteam auseinandergerissen werden soll, entscheiden sie sich, gemeinsam an eine andere Schule zu gehen. An der neuen Schule treffen sie zwar auf einen Trainer, der ihre gemeinsame Stärke erkennt, aber sie werden auch zunehmend mit Rassismus konfrontiert. See a second coach. You on the team here? Nah, but I could be if you're lucky. Me and my boys, we've been balling with each other since we was like 10. Call ourselves the Fab Four. Let's go then! Get up! Hey! We can win you a state championship, guaranteed. All my life, grinding all my life. Sacrifice, muscle paid the price. When we were young, I was just trying to find good kids. They all kind of balanced each other out. Einer der vier ist LeBron James, dessen Namen wahrscheinlich auch die Nicht-Basketball-Fans unter euch schon mal gehört haben. Der Film begleitet den jungen LeBron und seine drei Mitspieler und Freunde auf ihrem Weg an die Spitze des Basketballs. Den Film Shooting Stars gibt's ab sofort bei Prime Video. Last but not least haben wir heute noch eine zweite Serienempfehlung für euch. Und die kommt diesmal aus Kanada. Dort arbeitet die Anwältin Abby hart an ihrer Karriere. Allerdings steht sie sich dabei auch selbst im Weg, denn sie hat ein Alkoholproblem. Ihre Sucht führt dazu, dass sie im Job nicht so performen kann, wie sie eigentlich gerne würde. The clerk has paged your lawyer. If she isn't here in two more minutes, I'm dismissed. Sorry, I'm late. This is my case. You're on probation. You don't know family law. A monkey could do family law. She's a ticking time bomb, and if she goes off around us, it will be collateral damage. What are we, in kindergarten? Your father gave you a second chance. My father's a lousy parent. Als Abby nach einem großen Fauxpas vorübergehend als Anwältin gesperrt wird, bleibt ihr nur eine Option. Sie muss für mindestens ein Jahr unter den Fittichen eines erfahrenen Anwalts arbeiten. Und das ist in diesem Fall ausgerechnet Abbys Vater. Wie sich das Arbeitsklima zwischen den beiden gestaltet, könnt ihr in Family Law sehen. Staffel 1 gibt's ab heute bei Wow. Das war's mit unseren Tipps für heute. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr schon morgen eine neue Folge mit frischen Tipps hören. Zum Beispiel bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder in der Detektor FM App. Die Tipps für heute hat Caroline Galvis rausgesucht. Audioproduktion Stanley Baldauf. Mein Name ist Anja Bolle. Ich sage Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.